Einen schönen guten Abend an die Riedener, Gallenbacher, Leimeringer und alle, die sich interessieren für die Thematik. Ich werde Ihnen heute berichten über die gesundheitlichen Auswirkungen der Windkraft. Ich habe die letzten Monate massiv recherchiert und es ist unglaublich, in den letzten 1,5 Jahren, vor allem im letzten halben Jahr, ist eine Flut von internationalen Arbeiten erschienen. Die sind offenbar der deutschen Staatsregierung und einigen anderen Leuten nicht bekannt, aber die werden wir entsprechend informieren. Der Vortrag, der basiert auf Unterlagen vom Chefarzt Dr. Lange aus der Ilmtal-Klinik in Pfaffenhofen und den Recherchen, die ich getätigt habe. Wir haben die neuesten Literatur zusammengefasst. Nur so als Schmankerl vorneweg, in der Broschüre des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, also die offizielle Auskunft des Bayerischen Staates, werden 12 Literaturstellen, also 12 wissenschaftliche Angaben zitiert. Das, was Sie heute Abend von mir hören, basiert auf 120 wissenschaftlichen Angaben. Diese 12 wissenschaftlichen Angaben, die in der amtlichen Broschüre stehen, da ist die jüngste 4 Jahre alt. Ich werde Ihnen versuchen zu zeigen, wie ist die Wirklichkeit und was wird uns erzählt. Jetzt kommt erst eine schöne Folie, was wird uns erzählt. Also wenn man zum Bundesverband Windenergie geht, kann man ganz tolle Sachen lesen, nämlich es ist alles total ungefährlich. Die schreiben, um die etwaige Störung tieffrequenter Schallemissionen durch Windenergieanlagen zu untersuchen, wurden im Auftrag der Repower System AG, die ist natürlich verbandelt mit der Windindustrie, im Jahr 2008, so neu sind die Daten, umfangreiche Messungen an Häusern mit einem geringen Abstand, also 500 Meter, zu einer Windenergieanlage durchgeführt. Dieser WEA-Typ wird vornehmlich im Offshore-Bereich, also bei uns auch verwendet, sodass die gemessenen Werte weit über den herkömmlichen WEA im Binnenland liegen. Also die Offshore-Anlagen sind die Nordsee-Anlagen, also die erzeugen noch mehr sozusagen Schallwellen. Und da steht eben, es kommt raus, es passiert nichts. Es gibt keine Infraschallemission. Fazit von einer unterschwelligen gesundheitsschädlichen Gefährdung durch Infraschall ist nicht auszugehen. Das steht gestern Bundesverband Deutsche Windenergie. Fakt ist, alle Wissenschaftler international kennen natürlich diese Studie und sagen, diese Studie ist eigentlich nur dazu da, dass man sie wegwirft, weil sie ist mit Messgeräten durchgeführt, die nicht in der Lage sind, den Infraschall zu messen. Das heißt, wenn ihr ein Messgerät habt, mit dem ich Infraschall nicht messen kann, verwundert es nicht, dass ich keinen finde. Ich werde Ihnen das aber nachher noch erläutern, warum das so ist. Das ist die Broschüre vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Sie sehen, Infraschall, das kommt nachher noch, das ist unter 20 Hertz, der kommt da gar nicht vor, den gibt es gar nicht. Es fängt erst bei Schalldruckpegeln von 20, 30 an und dann sehen Sie so die üblichen Schallquellen, die wir alle kennen. Das neueste Schreiben, das wir von der Bayerischen Staatsregierung gekriegt haben, weist auch darauf hin, dass man den Infraschall ja eigentlich gar nicht feststellen kann. Es wird, wie betont, in Deutschland bisher grundsätzlich mit A-Filtern gemessen. International sagen alle Experten, es ist nicht möglich, mit A-Filtern Infraschall zu messen. Was ist denn Infraschall? Was ist es überhaupt, was uns beeinträchtigt? Es gibt eine ISO-Norm, die ist 1995 aufgestellt worden und da ist festgelegt worden, Infraschall ist Schall zwischen 1 und 20 Hertz, das ist der internationale Standard, der hat auch eine eigene Frequenzbewertung. Das Wichtige und Interessante ist, was hier steht, aufgrund der Schallwellenlänge zeigen herkömmliche Absorptions- oder Dämmmaßnahmen, zum Beispiel Lärmschutzwände, kaum oder keine Wirkung. Also die Neuseeländer und Australier, die mit den richtigen Messgeräten messen, haben zum Beispiel festgestellt, selbst wenn außerhalb eines Hauses im Nahbereich einer Windkraftanlage wenig Infraschall vorhanden ist, kann der im Haus durch Reflexionsphänomene sich verstärken. Der Infraschall dringt durch Hauswände, durch Dämmmaßnahmen, durch alles durch. Deswegen ist es auch sehr schwer kalkulierbar, was im Wohn- und Schlafraum tatsächlich an Infraschall vorhanden ist. Lärm und Gesundheit ganz generell. Zunahme der psychischen Anspannung, Konzentrationszunahme des Stresshormons Noradrenalin. Es gibt einen Blutdruckanstieg. Man weiß, dass durch zunehmenden Lärm ein Anstieg des Herzinfarktrisikos bis zu 20% gibt. Je nach Lärmintensität und Dauer, sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Schulmaterial 5. bis 10. Klasse. Da geht es um Lärm.
Und Sie werden auch gleich sehen, dass es auch bei Windkraftanlagen auch um Lärm geht, um hörbaren Lärm, nicht nur um den nicht hörbaren Lärm. Und zwar müssen wir uns beschäftigen mit der Nacht. Die WHO, das ist ja auch nicht so ganz unbedeutende Organisation, hat Richtlinien weltweit herausgegeben, was sie denn empfiehlt, als Nachtlärm durchschnittlich über ein Jahr, was akzeptabel ist. Und da sagt die Weltgesundheitsorganisation, bis 30 Dezibel, also das ist die Lautstärke, von individuellen Schwankungen abgesehen, sind schwerwiegende biologische Effekte nicht zu beobachten. Zwischen 30 und 40 Dezibel gibt es eine Fülle von Effekten, vor allem auf den Schlaf. Unruhe, Erwachen, besonders betroffen sind, na wen wundert's, Kinder, Kranke, ältere Menschen, Schwangere. Das wundert uns ja nicht. Was gibt es denn für Bestimmungen in Deutschland? So rückständig ist Deutschland gar nicht. Es gibt eine TA-Lärm, also es gibt eine Norm für Lärm, also den hörbaren Lärm. Und da steht drin, dass in reinen Wohngebieten, das trifft auf uns zu, zwischen nachts 22 und 6 Uhr maximal 35 dB zulässig sind. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland bereits mehrere Standorte von Windkraftanlagen zwischen 1000 und 1200 Meter Entfernung von der Bevölkerung, die durch Studien nachgewiesen haben, dass der Nachtlärm zwischen 35 und 40 Dezibel liegt und die sind juristisch gezwungen, diese Kisten nachts abzuschalten. Kann jeder in verschiedensten Veröffentlichungen nachlesen. Es gibt drei solche Standorte, wo es handfeste Gerichtsurteile gibt, wo durch Lärm, also hörbaren Lärm, die Nachtruhe gestört wurde. Nur zur Erinnerung, die nächste Wohnbebauung in Rieden für das geplante Windrad ist 850 Meter. Also nichts 2 Kilometer oder sonst was. So, jetzt gehen wir aber nochmal gezielt auf den Infraschall ein, weil das ist eigentlich die große Unbekannte und da gab es bisher nicht so viele Studien. Auch ich selber bin vor einigen Jahren von Patienten gefragt worden zum Infraschall und ich habe damals vor 4, 5 Jahren klipp und klar erklärt, nach dem, was verfügbar war an Wissen, dass vermutlich der Infraschall ab 1000 Meter Entfernung nichts mehr verursachen kann. Dies ist definitiv falsch. Infraschall wird von einer Quelle ausgesandt als Druckwellen im Bereich von 1 bis 20 Hertz und die sind für den Menschen in der Regel zu tief zum Hören. Aber Infraschall kann bei entsprechender Energie als Vibration wahrgenommen werden und Professor Sold aus Washington, der international anerkannteste Infraschallexperte, der hat in ganz berühmten Zeitschriften wie Lancet, wie New England Journal veröffentlicht, also in international höchst angesehenen Zeitschriften, der sagt zum Beispiel, dass es nachgewiesen ist, dass der Infraschall, obwohl man ihn nicht hört, im Gehirn, im Stammhirn gehört werden kann. Wie geht es? Es gibt sogenannte äußere Haarzellen, die sind für den tatsächlichen Lärm und für die Schallenwellen zuständig und es gibt innere Haarzellen. Die inneren Haarzellen arbeiten immer, also auch bei 2 Hertz, bei 3 Hertz und die informieren das Stammhirn. Im Stammhirn sind die Zentren für Atmung, Herz-Kreislauf, also überhaupt alle unsere Lebenszentren. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie mit Infraschall beschallt werden und Sie informieren die ganze Nacht über von den inneren Hörzellen, von diesen Haarzellen, das Stammhirn und bieten da Informationen, dann kommt das Gehirn durcheinander und das ist der wissenschaftliche Grund, warum die Nachtruhe vor allem gestört ist. Das ist wissenschaftlich durch zahlreiche Experimente und Studien belegt. Was sind kurzfristige Reaktionen von Infraschall? Also was tritt akut auf, wenn man Experimente macht? Ohrdruck, Unsicherheit, Angstgefühl, Schwindel, Erschöpfung, Morgenmüdigkeit, Herabsetzung der Atemfrequenz. Da kann man sagen, naja, das geht ja wieder weg. Tierexperimente haben natürlich die Amerikaner und Neuseeländer auch gemacht. Es wird der Hormonspiegel verändert, Immunprozesse werden verändert, es gibt Veränderungen an der Herzmuskel, an den Leberzellen, es wird Lungengewebe zerstört und es gibt eine klare Abnahme der Leistungsfähigkeit der Tiere, die in den Tierexperimenten benutzt wurden. Also hier unten steht immer die Literaturangaben. Jeder, der das haben will, kann das nachlesen. Mein Vortrag wird im Internet stehen, inklusive der Übertragung mit YouTube wird die PDF, kann jeder die Literatur gerne nachlesen. Was sind, das ist jetzt viel bedeutender, die Langzeitwirkungen von Infraschall?
Eine Herabsetzung der Atemfrequenz mit Verschlechterung von Atemwegserkrankungen. Also alle, die eine chronische Bronchitis haben, die chronisch lungenkrank sind, die leiden darunter. Generell die Sauerstoffversorgung wird verschlechtert. Halt, Entschuldigung. Es gibt Veränderungen in der Cortisonausschüttung. Das ist ein wichtiges Stresshormon. Und das führt dazu, dass der Körper so reagiert, weil der Cortisonspiegel ansteigt, wie wenn ein chronischer Stress vorhanden wäre, obwohl er objektiv gar nicht da ist. Und wenn das Cortison ansteigt, gibt es Störungen der Schlafruhe. Es gibt Veränderungen im Gehirn, die sind nachgewiesen durch funktionellen Kernspinnen und durch EEG-Untersuchungen. Die führen zu Labilität, Depression und Burnout. Es gibt eine Blutdruckerhöhung, eine Verminderung der Anpassungsfähigkeit des Herzens. Und die Neuseeländer haben nachgewiesen, das Herzinfarktrisiko steigt an. Das ist ja schon mal bemerkenswert. Beobachtungsstudien, Symptome. Was sind denn die Symptome, die man beobachtet hat in den großen Studien, wenn man die Bevölkerung befragt? Das sind Kopfschmerzen, Verspannungen, Verärgerung, geistige, körperliche Erschöpfung, Unzufriedenheit, Depressivität und durch Infraschall eine Lärmsensibilisierung. Das heißt, Leute, die permanent mit Infraschall beschallt werden, sind auch empfindlicher gegen normalen Lärm. Jetzt werden viele von Ihnen sagen, naja, das sind ja so allgemein Symptome, verärgert sind wir immer und angespannt auch und körperlich erschöpft sind wir auch häufig. Das kann ja viele Gründe haben. Nur, wenn man in Studien untersucht, und ich zeige Ihnen dann so eine Studie, dann ist es unglaublich verblüffend, wie stark das Auftreten dieser Symptome mit dem Abstand der Windanlagen einhergeht. Da zeige ich Ihnen zum Schluss die neuesten Studien. Warum kann Infraschall die Gesundheit überhaupt beeinträchtigen? Also das sind diese Haarzellen, die das Stammhirn stören. Aber es gibt etwas, womit ich mich selber seit 15 Jahren wissenschaftlich beschäftige. Da ich osteopathischer Arzt bin, beschäftige ich mich mit all diesen Rhythmen. Das heißt, Infraschall wird vom Ohr über die äußeren Haarzellen übertragen ins Stammhirn. Das ist also der eine medizinische Grund. Und der andere medizinische Grund ist, dass Infraschall in die Körpersysteme eindringen kann, wie eine Vibration, und kann zu Überlagerungen mit unseren eigenen biologischen Rhythmen kommen. Jeder von uns hat 24 Stunden permanent zum Beispiel einen Rhythmus im Kopfbereich, der liegt zwischen 4 und 12. Die Lymphgefäße bewegen sich mit 6 bis 8. Die Faszien, also die Hüllen der Muskeln, mit 5 bis 9. Die inneren Organe mit 6 bis 8 und die Atmung mit ungefähr 12. Zu diesen angeführten Rhythmen gibt es, da müsste ich wieder ungefähr so 100 Literaturangaben Ihnen liefern, aber gibt es jede Menge wissenschaftliche Literatur, dass die vorhanden sind. Das sind Rhythmen, die können Sie nicht steuern. Die macht der Körper selbst. Das heißt, das Körper arbeitet kontinuierlich mit diesen Rhythmen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, gesund vereinfacht jetzt ausgedrückt, sind wir dann, wenn diese verschiedenen Rhythmen in unserem Körper miteinander in Harmonie stehen. Also man sagt wissenschaftlich, wenn die Kohärenz gut ist. Und wenn Sie jetzt von außen in einem ähnlichen Frequenzbereich, nämlich unter 20, permanent Gegenrhythmen reinbringen, dann können die körpereigenen Systeme in Unruhe geraten. Das ist der eigentliche wissenschaftliche Hintergrund, warum wir dann zum Beispiel in der Nachtruhe gestört sind, ärgerlich werden und andere Dinge. Was ist das Fazit der bisherigen Untersuchungen? Die Belästigung durch tieffrequenten Schall wird als ernstzunehmendes Problem eingeschätzt, das sind die Literaturangaben, das bisher von den Behörden unterschätzt und nicht mit adäquaten Methoden erhoben wird. Also falsche Messmethode. Es gibt ein Ärzteforum Emissionsschutz in Bad Orb, das die bayerische Staatsregierung da schon seit längerem darauf hinweist, dass die falschen Messmethoden benutzt werden. Und das Land Baden-Württemberg, das sind die allerbesten. Da ist ja, wie wir wissen, eine grün-rote Regierung. Da ist natürlich Windkraft vorne dran. Und die haben Folgendes, die haben auch so eine Broschüre. In der Broschüre steht drin, völlig ungefährlich. Und die gleiche baden-württembergische Staatsregierung hat jetzt ein Institut beauftragt, vor 2 Jahren Messmethoden zu entwickeln, wie man den Infraschall messen kann. Das ist schon toll, wenn die Regierung sagt, völlig ungefährlich, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie man messen kann. Bitte entwickelt mal Messmethoden, wie man das messen kann. Das ist Realität, so gehen die Politiker, so gehen Verantwortliche mit der Gesundheit von uns Bürgern um. Risikogruppen, was sind Risikogruppen, was weiß man da wissenschaftlich dazu? Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema.
Darum habe ich hier geschrieben, es besteht Klärung und Handlungsbedarf bei besonderen Risikogruppen, wie zum Beispiel Kinder, Jugendliche und Lärmwirkung auf Schwangere. Besonders kritisch müssen die Auswirkungen von Lärm auf den Schlaf von Schwangeren, das ist die einzige Studie, die es gibt, auf den Schlaf von Schwangeren, Wöchnerinnen und Müttern in der postnatalen Phase gesehen werden. Die Studie von Maschke, der hat das jetzt untersucht und hat eindeutige Auswirkungen festgestellt. Wenn es auf die Schwangeren und in der frühpostnatalen Phase negative Auswirkungen hat, ist es höchstwahrscheinlich natürlich, dass es auf Säuglinge, Kleinkinder und in der Frühschwangerschaft Auswirkungen hat. Dazu gibt es aber nicht genügend Daten. Auf europäischer Ebene wird für schwangere Arbeitnehmerinnen in der Rahmenrichtlinie 89/391 festgelegt, dass sie keine Tätigkeiten verrichten sollen, die zu starker, niederfrequenter Vibration führen, da sie hierdurch das Risiko einer Fehl- oder Frühgeburt erhöhen kann. Und diese Vibrationen sind zwischen 41, also einem Herz und 40 Hertz. Das ist also zumindest bemerkenswert, aber ich muss betonen, es gibt keine solide Studie dazu. Gut, wenn wir jetzt weiterschauen und sagen, Infraschallschäden, also was den meisten Doktors vor allem gar nicht bekannt ist, also meinen lieben Kollegen ist, dass die BG das schon lange weiß, dass da durch Schall und durch Infraschall was ausgelöst werden kann. Es gibt eine anerkannte Krankheit, die T75-2 nach ICD-Klassifikation, Schäden durch Vibration, die Schwindel durch Infraschall. Das ist eine Diagnose, die kann man als Doktor sogar wo draufschreiben. War ich selber erstaunt, weil ich wusste das auch nicht. Ja, jetzt werden viele von Ihnen sagen, das wird vielleicht alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Lasst uns doch das mal ausprobieren. Was soll denn schon passieren? Und jetzt will ich Ihnen einfach nur zwei Beispiele bringen, wo die gleiche Haltung vorgeherrscht hat. Die Älteren von uns, die wissen noch, dass das Thema Asbest mal früher gab. Kein Mensch weiß, dass Asbest seit 1878 industrielle Anwendung fand. Hier steht, was Asbest alles anstellen kann. Jetzt gucken Sie sich mal die Liste an. Das ist so, wie normalerweise Politik funktioniert. Gesundheitsschäden sind seit 1900 von Ärzten und Wissenschaftlern beschrieben worden. Die Krebsauslösung ist in einer Megastudie 1970 für Asbest nachgewiesen worden. Das Verbot in Deutschland erfolgte schlappe 23 Jahre später, 1993, in der EU 2005. Und wo kann man es heute noch kriegen? In Afrika und in Indien kann man selbstverständlich mit Asbest bauen. Ja? Oder anderes Beispiel, abwarten, kann man nichts ändern. Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2012, die Entwicklung der Verkehrstoten von 1955 bis 1970. Politiker damals, wir können den Individualverkehr nicht stoppen, es gibt keine Alternative. Soll ich Ihnen die zeigen, wie die ist? Dass die Politik mal endlich vernünftig reagiert hat. Das ist die Alternative. Gucken Sie mal, was mit der Zahl der Verkehrstoten passiert ist, nachdem alle diese Maßnahmen eingeführt worden sind. Also wenn man reagiert, wenn man entsprechende Auflagen macht, kann man selbstverständlich solche Trends umkehren. Das sind jetzt nur zwei ganz große bekannte Beispiele, die uns alle als Bevölkerung beschäftigt haben. Jetzt gehen wir aber wieder zurück auf unsere Windkraft-Thematik. Mein Credo ist, wie in die Verkehrspolitik, letzte Folie, gehört in die Energiepolitik erstens mal ein Sicherheitsdenken und Gesundheit muss höchste Priorität haben. Und das gilt eben nicht nur bei Atomkraftwerken. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie mir die Galle hochging in den letzten Monaten, wenn wir unterwegs waren mit unserer Initiative und dann immer wieder Leute gesagt haben, ja, willst du dann die Atomkraft wieder einführen? Die mich so kariert angeredet haben, die sind so jung, dass sie vor 40 Jahren bei den Demos in Wackersdorf nicht dabei waren. Aber der Dr. Meyer war damals dabei und er war als Studentenpolitiker bei vielen Atomkraftdemos dabei. Und damals haben die Politiker uns genauso behandelt wie heute. Die Atomkraftlobby hat gesagt, alles ungefährlich, macht gar nichts. Die Politik hat es übernommen. Die Windkraftlobby sagt heutzutage auch, alles ungefährlich. Die Politik übernimmt die Angaben der Windkraftlobby sogar in die offiziellen Broschüren. Und da kommt zum alten Kämpfer wie mir schon die Galle hoch, wenn man mir vorwirft, ich würde mich für Atomkraft einsetzen. Ich habe mich schon vor 40 Jahren dagegen eingesetzt. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen, das ist so ein kleines Potpourri, dass Sie ein bisschen was zum Lesen haben. Wer sich interessiert, kann die Datei runterladen. Also das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich habe noch 62 Arbeiten, die habe ich jetzt hier nicht drin. Medizinische Forschung zu Infraschall in Deutschland. Was machen wir denn in Deutschland?
das wird jetzt mager, da steht nicht viel auf den Folien. Es gibt einen einzigen renommierten Mann, der heißt Dr. Reinhard Bartsch, der leitet immerhin das Institut für Arbeit, Sozial, Umwelt, Medizin und Hygiene und hat ein Spezialarbeitsgebiet Lärmwirkungsforschung. Ein ausgewiesener internationaler Lärmforscher, der mal in Deutschland sitzt. Und der sagt, grundsätzlich hat Infraschall die gleichen Wirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden wie Schall und Lärm. Man höre. Aus heutigem Kenntnisstand heraus sollten Windanlagen deshalb lediglich weit ab von menschlichen Ansiedlungen, besser noch nicht in deren Sichtweise, errichtet werden. Grundsätzlich muss, also der Mensch hat auch für Heimat was übrig, grundsätzlich muss auch für solche neuen Technologien heute von Teilen der Bevölkerung grundsätzlich positiv akzeptiert, das ist auch so, die gleiche Unbedenklichkeit gelten wie für andere Technologien auch. Man kann nicht einfach sagen, Atomkraft aus, juhu, Windkraft, sondern man muss sich dann angucken, was passiert da. So, und jetzt kommen die neuesten internationalen Forschungen, die teilweise erst vor 14 Tagen veröffentlicht worden sind. Das ist der renommierteste internationale Windkraftforscher, Professor Sold aus Washington. Der zieht aus seinen Untersuchungen 2013 folgende Schlussfolgerungen. Der hat 11 Studien veröffentlicht, 3 davon in höchst angesehensten Zeitschriften. Das Innenohr ist empfindlich für Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Punkt. Hat er einfach bewiesen. Ist so. Ab 60 Dezibel werden die äußeren Haarzellen angeregt und senden Nervenimpulse aus. Das Konzept, was man nicht hören kann, schadet auch nicht, ist ungültig. Punkt. A-gewichtete, Sie erinnern sich an den Anfang meines Vortrags, also die A-Filter, A-gewichtete Schallmessungen von WKA sind nicht repräsentativ für die Frage, ob dieser Schall das Gehör beeinflussen kann. Warum? Weil der A-Filter in den niedrigen Frequenzen immer mehr herausfiltert. Das heißt, je niedriger die Frequenz wird, je mehr filtert der A-Filter raus. Deswegen kann man ganz niedrige Frequenzen damit gar nicht messen. Aber es gibt selbstverständlich Messmethoden, nur sind die ein bisschen teuer. Und der renommierteste neuseeländische Forscher, ein PhD, Bob Thorne, das denke ich ist jetzt für uns alle von höchster Bedeutung. Das ist eine Originalübersetzung der Zusammenfassung seiner wissenschaftlichen Arbeit. Und Sie müssen jetzt einfach so geduldig sein, das mitlesen, weil das ist die bedeutungsvollste Studie. Die Studie ist die letzte eines 7-Jahres-Forschungsprogramms über Lärmbelästigung bei niedrigen Lautstärken. Man höre und staune, die neuseeländische Regierung beauftragt Forscher, 7 Jahre lang über Infraschall zu forschen auf Kosten des Staates. Bei uns gibt es keine einzige staatliche Studie zu dieser Thematik. Die Personen, die an der Studie teilnahmen, schreibt er, sind alle negativ beeinflusst durch die Windparkauswirkungen und, wie in individuellen Fallstudien aufgezeichnet, gibt es Nachweise schwerwiegender gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Die subjektive Erfahrung von Ärger ist eine allgemeine Reaktion auf Lärm. Verschiedene Personen können auf die gleichen Geräusche mit verschiedenen Arten von Störungen reagieren und diese individuell unterschiedlichen Reaktionen können teilweise unterschiedlicher Lärmempfindlichkeit zugeschrieben werden. Thorns und Salts Studien zeigen, 40% aller Menschen sind sensibel auf Infraschall, 60 nicht. Warum, weiß kein Mensch. Da wird auch noch sehr viel Forschung getrieben werden. Aber alle wir hier im Saal wissen nicht, gehören wir zu den 40 oder zu den 60%. Ich denke, wenn das 2 oder 3% wären, können wir darüber diskutieren, dass man das für 98% vernachlässigt. Aber wenn 40% sensibel sind, nachweislich in allen internationalen Studien, hat es eine große Bedeutung. Drum schreibt er, die Ergebnisse deuten darauf hin, vorsichtig wie Wissenschaftler immer sind, deuten darauf hin, dass die in der Nähe von Windparks, er macht es schön in Anführungszeichen, weil das erinnert ja so an einen Park im Grünen, lebende Personen in dieser Studie eine gesundheitlich eingeschränkte Lebensqualität durch Belästigung und Schlafstörungen haben und dass ihre Gesundheit deutlich und ernsthaft beeinträchtigt, Klammer auf, verletzt, Klammer zu, ist durch Schall. Punkt. Das ist eine wortwörtliche Übersetzung. Die Kanadier sind auch ganz führend in der internationalen Forschung. Das ist aus einem Poster, da werden Sie aus der Ferne jetzt nicht sehr viel sehen, aber ich kann es Ihnen sehr schön erläutern. Die haben an riesigen Fallzahlen von über 300 Personen einfach geguckt, wohnen die bis 1 Kilometer weg vom Windrad, bis 2 Kilometer, von 2 bis 4 und über 4.
Und dann sind die einfach hergegangen und haben die Menschen untersucht und die wussten nicht, worum es geht und worum diese Untersuchung überhaupt funktioniert hat. Und zwar haben sie sich vor allem interessiert, das sind jetzt nur zwei Beispiele, die haben viele Daten untersucht, für Schwindel und für Tinnitus, also Ohrgeräusche. Und erstaunlicherweise kommt da so eine Kurve raus. Je näher man am Windrad ist, je mehr gibt es Symptome. Und die am weitesten wegnehmen, haben fast gar keine mehr. Und der Break-Even, also der Knackpunkt, wo die Welle stark absinkt, ist für sämtliche Parameter bei 2000 Metern. Jetzt wissen Sie, wo die 2000 Meter aus der Forschung eigentlich herkommen. Der neueste Review, den ich vor 14 Tagen erst gefunden habe, aus Kanada mit 62 Literaturhinweisen, alle Studien, die auf der Welt gemacht worden sind, in diesem Review zusammengefasst und der heißt Industrielle Windturbinen und negative gesundheitliche Auswirkungen. Im Canadian Journal of Rural Medicine, die kanadischen Allgemeinärzte betrachten es als notwendig, dass ihre Mitglieder informiert werden, wenn die Bevölkerung erkrankt, dass das von den Windrädern kommen kann. Das kann man hören und staunen. In anderen Ländern gibt es interessante Sachen. Und das ist die Zusammenfassung der Studie, also wieder das Summary von mir übersetzt. Wenn Windkraftanlagen zu nahe, Klammer auf, 2000 Meter an Wohnbebauung errichtet werden, kann dies negative Effekte auf die, jetzt kommt's, physische, geistige und soziale Gesundheit der Bevölkerung haben. Es gibt genügend Evidenz, Evidenz heißt wissenschaftliche Sicherheit, durch diese ganzen Studien, das ist international definiert, was Evidenz ist. Also es gibt genügend Evidenz, dass, jetzt kommt's, hörbarer Lärm von Windkraftanlagen die Potenz hat, negative Gesundheitseffekte auszulösen, über 35 Dezibel, habe ich Ihnen schon erklärt, und Infraschall von Windkraftanlagen kann mit hoher Sicherheit gesundheitliche Störwirkungen entfalten. Das ist der aktuellste wissenschaftliche Stand von vor 14 Tagen. So, was ist mein Fazit? Ich denke, wir Bürger müssen eine Forderung aufstellen an die Politik, an die Verantwortlichen und die ist eigentlich ganz einfach. Die Forderung heißt, wenn wir jetzt mal nur die WHO-Empfehlung nehmen, dass nächtlicher Lärm unter 30 dB liegen soll, damit wir alle einen ungestörten Schlaf haben, nach allen Messungen, die gemacht worden sind, heißt es, ein Windradl muss mindestens 1600 Meter weg sein, damit sicher nicht mehr als 30 Dezibel richtiger Lärm erreicht werden. Das ist die eine Zahl. Und die zweite Zahl, die Besonderheit von Infraschall ist die deutlich höhere Schallbelastung wegen fehlender Dämmmöglichkeiten und das Gesundheitsrisiko ist vermutlich genauso groß. Deswegen, wenn man präventiv denkt und wenn man alle diese Studien anguckt, dann muss man sagen, sicher sind 2000 Meter. Ich lade Sie alle ein, wer Lust hat, lesen Sie diese Studien, es ist hochspannend und es ist vor allem umso spannender, wenn Sie die offiziellen Verlautbarungen lesen, wie hier Windkraftanlagen, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, alles ungefährlich und wie gesagt, alte Studien, da ist übrigens diese neue Windturbinen-Übersichts-Review-Arbeit, wenn einer da einen Blick hineinwerfen will. Ich stehe dann nachher noch, nach dem zweiten Vortrag, zur Diskussion zur Verfügung und nach dem zweiten Vortrag haben wir noch eine kleine Präsentation zur Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen. Das ist nämlich auch ein spannendes Thema. Danke.